Intervallfasten hat gefühlt jeder Zweite schon mal getestet. Der nächste Trend, der Wunder bewirken soll. Doch ist das ein Abnehmtrend wie jeder andere auch? Doch macht der wirklich Sinn? Hat er auch Vorteile und funktioniert er wirklich? Darüber möchte ich heute mit dir in diesem Video sprechen. Beim Intervallfasten sind die bekanntesten Formen zwei Stück, und zwar die 16:8 und die 5:2 Variante. Bei der 16:8 Variante darfst du in einem Zeitfenster von 16 Stunden nichts essen und in den anderen 8 Stunden, die verbleiben, haust du richtig rein. Bei der 5:2 Variante darfst du 5 Tage ganz normal essen und an 2 Tagen in der Woche isst du reduziert auf 600 bis 850 Kalorien. Das soll wie in jeder anderen Diät auch bewirken, dass du weniger Kalorien zu dir nimmst und dass du dadurch abnimmst. Und gesundheitliche Vorteile soll es auch noch haben. Doch warum hat man diese Diät überhaupt erfunden? Einerseits soll das Intervallfasten sehr gesund sein. Der Körper soll durch das Intervallfasten den ganzen Müll, den die Zellen abwerfen, loswerden und sich selbst reinigen. Das nennt man Autophagie. Diese Autophagie tritt jedoch erst nach einigen Stunden ein, nachdem nichts gegessen wurde. Was ist denn jetzt jedoch der Grund, warum diese Diät fürs Abnehmen erfunden wurde? Ganz einfach. Weil das Snacken ein extrem großes Problem ist und die meisten ihre Futterluke nicht mal für eine Stunde am Tag dicht halten können. Diese Übermengen sorgen dann dafür, dass der Körper nicht nur nicht an die Fettreserven rangeht, sondern diese halt auch noch befüllt, weil man immer wieder im Übermaß ist. Denn die meisten naschen jedoch keine 5 Möhrchen am Tag, sondern eher Industrieprodukte wie Mars oder Snickers. Das geht wahrscheinlich dir auch so. Durch diese Intervallfastenmethode soll das verhindert werden. Klingt im ersten Moment doch total sinnvoll und gut, oder? Aber ist das wirklich so? Warum klappt es da mal so vielen Leuten nicht? Ich sagte direkt, Intervallfasten könnte gesund sein und beim Abnehmen helfen. Aber nicht so, wie es die meisten machen. Denn die meisten machen es leider komplett falsch. Das größte Problem beim Fasten ist meistens der Hunger, weil die meisten ganz falsch an die Sache rangehen und grundsätzlich super viele Fehler machen. Der erste große Fehler wird generell in der Essensphase gemacht, der die Fastenphase halt noch schlimmer macht. Weil beim Essen nur Industriezeug und nährstoffarm Industriemüll ist, der bekommt nicht nur Hunger, sondern wird auch keine Erfolge beim Abnehmen haben. Denn wer denkt, diese Essensphase sei ein Freifahrtschein, um alles zu essen, der wird schnell, trotz Fastenphase, über seinen täglichen Kalorienbedarf sein und nimmt dadurch natürlich nicht ab. Das ist mit Abstand der größte Fehler, warum sich bei vielen, trotz diesen langen Fastenphasen, nichts auf der Waage tut. Und das macht die Essenspause noch schlimmer. Du bekommst immer mehr Hunger, wirst immer energieloser, weil dir die Nährstoffe einfach fehlen. Dein Stoffwechsel bricht irgendwann zusammen und du kommst irgendwann in so ein Fressentfernen, wie man das kennt. So eine total klassische Heißhungerattacke. Und dann ist es wahrscheinlich sowieso für dich gelaufen und du lässt es komplett sein. Ein weiterer Fehler beim Intervallfasten ist auch die schlechte Planung. Wenn du blauäugig hineingehst, nicht entsprechend dafür einkaufst, nicht planst, nicht weißt, was du essen willst, wenn du essen darfst, dann brauchst du auch gar nicht erst anfangen. Dann kommst du hungrig irgendwann von der Arbeit, du hast keine Energie, dir was zu machen, haust dir irgendwie eine Pizza rein und bist froh, endlich irgendwas von McDonald's holen zu können. Das ist kompletter Bullshit und überhaupt nicht Sinn des Fastens, beziehungsweise des Intervallfastens. Wenn du also schon mit diesen Fehlern zu kämpfen hast, dann lass es besser ganz sein, denn so wirst du auch nach der Intervallfastenzeit niemals dein Wunschgewicht erreichen und das auch niemals halten. Doch wann macht Fasten denn nun wirklich Sinn und wie ist das Ganze sinnvoll? Wenn du jemand bist, der eh nicht so gerne frühstückt, dann macht es für dich Sinn, vielleicht den Vormittag über und über den Mittag nichts zu essen und dann halt erst nachmittags zu essen. Aber dann auch wirklich etwas Gesundes und Nährstoffreiches zu essen, was du dir am besten schon vorbereitet hast oder wo du weißt, wo du es generell schnell holen kannst oder dir schnell zubereiten kannst, weil du alles dafür zu Hause hast. Fasten macht halt auch einfach zwischen den Hauptmahlzeiten Sinn. Wenn du einfach morgens, mittags und abends isst. Es müssen keine 16 Stunden Fasten dazwischen sein. Es sollten aber auch keine Snacks dazwischen sein. Wenn du bei diesen Hauptmahlzeiten dein Essen einfach wirklich clever gestaltest, sodass du gut gesättigt bist und gesund und lecker gegessen hast, dann wirst du die Zeit bis zur nächsten Mahlzeit locker überbrücken und hältst das locker aus, weil du einfach satt bist und gut gegessen hast. Wenn du dann die Mahlzeit, wenn dann die Mahlzeiten verdaut sind und du immer noch bis zur nächsten Mahlzeit Zeit hast, dann greift dein Körper natürlich auch irgendwann zur Energiegewinnung auf die Fettreserven zurück. Auch natürlich, wenn du Sport machst, dann sowieso schneller. Dafür musst du dich doch keine 16 Stunden quälen. Das macht doch gar keinen Sinn. Und geißel dich bitte auch nicht so wie beim klassischen Fasten. Du kannst ja Fastenphasen haben, aber wenn du mal mit jemandem essen gehen willst und dann das Fasten unterbrichst, dann ist das vollkommen okay. Das macht keinen Unterschied beim Abnehmen. Du musst dein Essen deinem Leben anpassen, nicht andersrum. Sonst funktioniert das nicht. Sonst wird das auch niemals langfristig funktionieren. Natürlich tust du auch deiner Leber und deinem Körper einen guten Gefallen, wenn du mal nichts isst. Das ist klar. Jedoch musst du dann in den Phasen, in denen du isst, auch wirklich das Richtige essen, wie auch gerade schon besprochen. Das ist mit Abstand das Wichtigste.
Bitte merk dir das. Außerdem solltest du auch daraus lernen, wie du wirklich langfristig dein Essen umstellen kannst, sodass es dir schmeckt und beim Abnehmen auch hilft. Auch wenn du mal keine Fastenphasen dazwischen hast. Weil sonst ist es nämlich eine Diät, wie jeder andere auch, und absolut nicht nachhaltig. Du tust nämlich deinem Körper sonst keinen Gefallen und machst ihn nur noch mehr kaputt. Sei also bitte vorsichtig und beachte diese Dinge, wenn du überlegst, mit Fasten anzufangen. Mache diese Fehler nicht. Gucke dir ab, was du richtig machen sollst, was ich gerade mit dir besprochen habe. Weil ansonsten sieht das Ganze nicht ganz schlimm für dich aus. Und glaube mir, vertraue mir, ich habe schon viele Leute gesehen, die das versucht haben. Du wirst deinen Körper nur noch kaputter machen und nur noch mehr Hass aufs Abnehmen, auf dich selber und auf Diäten schieben. Ich hoffe, du konntest einiges aus diesem Video mitnehmen und überlegst jetzt noch zweimal, ob du mit dem Fasten starten solltest, beziehungsweise weißt jetzt auch, wie es richtig geht. Ich würde mich freuen, wenn du ein Abo und ein Like da lässt, und ich freue mich darauf, wenn du wirklich beim nächsten Video wieder mit dabei bist, und wünsche dir auch weiterhin viel Erfolg beim Abnehmen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Dirk. Ciao.